Ein handfester Skandal bahnt sich im Münchner Polizeipräsidium an. Und er nahm seinen Anfang bei den G20-Randalen in Hamburg. In einem Spiegel-TV-Interview und auf polizeiinternen Aufnahmen wurde Oliver D. erkannt. Eigentlich ist der Polizist im Innendienst im Polizeipräsidium tätig. Jedoch war er privat in Hamburg und soll auf eigene Polizeikollegen volle Bierdosen geworfen haben. Es ist richtig, dass ein Mitarbeiter des Polizeipräsidiums München privat bei den G20-Ausschreitungen beteiligt war. Gegen ihn wird momentan wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Der Polizist war zu Besuch bei einer 29-jährigen Freundin, mit der er dann auch auf der Demonstration Welcome to Hell war. Die Ermittlungen gegen ihn leitet aber nicht die Münchner Polizei. Es wird auf unterschiedlichen Ebenen ermittelt. Das ist auf der einen Seite zunächst einmal die Sonderkommission in Hamburg, die natürlich weitere Straftäter ermitteln möchte. Es ermittelt aber auch das Bayerische Landeskriminalamt, einfach deshalb, weil dort das Sachgebiet 131 angesiedelt ist, das aus Neutralitäts- und Objektivitätsgründen grundsätzlich dann ins Boot kommt, wenn gegen Polizeibeamte ermittelt wird. Die Gerüchte, dass er als Spitzel eingeführt wurde, das habe ich jetzt auch gehört, aber Fakt ist, der Kollege verrichtet hier im Innendienst, im Polizeipräsidium seine normale Tätigkeit, von der er mittlerweile suspendiert ist und hat sich tatsächlich zu einem privaten Besuch in Hamburg aufgehalten. Ein Polizist, der in seiner Freizeit versucht, Kollegen zu verletzen, das lässt auch Pressesprecher Markus da Gloria Martins etwas sprachlos wirken. Als jemand, der nicht vor Ort war, kann ich mein inneres Kopfschütteln sicher noch, ein bisschen im Griff behalten. Aber ich glaube, jeder Kollege, der dort tatsächlich eingesetzt war und der die Intensität dieses Einsatzes gespürt hat, der wird dafür nur sehr wenig Verständnis aufbringen können. Die Wohnung des Polizisten in München und die seiner Freundin in Hamburg wurden von der Polizei bereits durchsucht. Schlimmstenfalls droht ihm die Aberkennung seines Beamtenstatuses.